Nein! Ich will doch nur reden, ich will das Auftragsgebiet nicht verlassen. Warum ist das so knapp bemessen? Hier, bitteschön. Bist du das Waldläufer? Ja, ich bin es. Schneid mich los, bitte. Ich mach ja schon. So. Waldläufer, hast du sie gesehen? Haben die anderen es geschafft? Ja, haben sie. Ich will zurück und sehen, ob ich noch weiteren helfen kann. Das ist total lieb. Ich muss mal gerade mal ein paar Infos abholen hier. Und zwar über Stärken, Schwächen. Erleidet Schaden durch Kampf, Todesstöße, hasst Brandwunden, gerät in Wut, wenn er brennt. Wir dürfen ihn also nicht anzünden. Immun gegen Schleichen, gegen Fernkampf, Monster schlechter, Kampfgestählt, schwerer zu töten. Führt Schläge aus dem Sprung heraus. Nahkampfangriff mit hohem Schaden kann nicht gekontert werden. Ach du Scheiße. Tödlich. Angriffe richten weit mehr Schaden aus als die der meisten Uruks. Keine Chance. Opfer erhalten da keine letzte Chance. Wir können den also nur mit Kampftodesstößen beikommen. Aber wir haben jetzt alle auf unserer Seite. Wenn ich das richtig sehe. Den nicht. Der Bruder. Der ist auf unserer Seite. Der ist auf unserer Seite. Der. Ach so. Aber ich habe die Stärken, Schwächen. Ach so, die wusste ich schon. Ja, dann nehme ich einfach mal über den hier. Der hier, hatte der eine Verbindung? Nee, ich weiß gar nicht mehr. Der hat keine Verbindung. Der hat auch keine Verbindung. Komm, dann nehme ich einfach mal über den hier. Mutzglob, Schriftgelehrter. Das ist ja ein interessanter Name. Verhält sich aggressiv und hofft, dass sich jemand auf einen Kampf einlässt. Also ein Hooligan. So, wir haben unsere Infos. Wir sind jetzt hier unten. Ist da noch irgendwas? Sieht aus, als wäre da noch irgendwas, aber da ist wohl nichts mehr. So, hier. Hilf Akkoth der Narr bei seinem Versuch, Gefolgsleute zu rekrutieren und stärke so seine Streitkräfte. Das könnten wir theoretisch tun. Wir sind eh hier hinten. Wir müssen jetzt momentan ja eh das Schachtbrett ein bisschen. Eigentlich wollte ich da oben. Was haben wir denn da? Stelle sicher, dass Hosh Grisch der Schlechter den Überfall überlebt. Ja. Jetzt muss man sich die ganze Zeit um seine Leute kümmern. Das ist ja furchtbar. So, Blutrache, indem du Gollum der Edle tötest. Wieso heißt er denn der Edle? Ich gehe mal da drüben hin. Kannst du auch einen ganzen Tag spielen, das Ding hier, ne? Huch. So, da unten haben wir einen Freund warten. Müssen die nicht eh alle auf meiner Seite sein? Ich dachte... Oh, hallo. Ich lasse ihn einfach hinter mir. Ich weiß, da sind auch ein paar von uns mit drin. Hauptsache, da tötet so ein Ding tötet keinen Hauptmann. Mist, ich wollte doch jetzt da hoch. Nun denn, Rekrutierung. Mächtige Uruks, das kennen wir schon. Wir versuchen dir mal beim Rekrutieren zu helfen. Langsam könnte man damit der Story auch wieder weitermachen. Aber hier verzettelt man sich vom Hundertsten ins Tausendste, ne? Aber es macht Spaß, verdammt. Folgt mir, sofern ihr eure Zähne für euch behalten wollt. Dir folgen? Du bist erbärmlich. Erbärmlich also. Scheiße. So, bringen wir den mal auf unsere Seite. Den auch. Ach, Leute. Nein, Mann, wo ist der denn? So, jetzt aber. Das gibt auch neue Pfeile.
wir, wenn ihr weiteratmen wollt. Fritz! So, den kriegen sie aber selber kaputt. Und Pfeile wieder rausholen. So. Wohin geht's jetzt? Genug gesucht, der Urg ist tot. Na und? Hä, da läuft einer mit. Warum läuft denn der mit dem gelben Punkt mit? Schließt euch mir an und wir holen uns den Kopf des Waldläufers. Hau ab und spiel mit Karabor-Schnack. Tötet die Verräter! Da drüben haben sie Mist. Aber egal. Wir haben es geschafft. Rekrutierung gelöst. Macht angestiegen. Zum Leibwächter befördert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Entschuldige bitte nochmal. Na, das hat ja gerade noch gefehlt. So, den nehmen wir mit. Was macht der denn jetzt? Der platzt einfach. Freunde, Freunde, wir können doch reden. Jetzt spring doch hoch, was macht der denn da? Ich lass sie mal machen. Ich habe da keinen Vertrag mit gerade. So, die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt als nächstes? Boah, man kommt gar nicht mehr dazu. Ich muss das ganz kurz mal in den Raum werfen. Man kommt gar nicht mehr so richtig dazu, mit sich der Hauptquests zu erarbeiten, weil man die ganze Zeit nur in diesem politischen Ränkelschmiedeleien drin ist oder hier die Nebensachen macht. Wobei, ich muss sagen, die Karte ist ganz schön aufgeräumt, ne? Ach, hier ist der Bogen. So, was die Nebengeschichten angeht, ist die Karte inzwischen auch schon ganz schön sauber. Was ist denn das hier? Aha. Aha, ich glaube, da kommen wir noch irgendwo hin vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Oder auch nicht, es sieht nur so aus. Aber ansonsten, so langsam, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hier könnten wir gleich mal rüber. Ich würde fast gerne da oben noch den Rest machen. Das nicht unbedingt, aber hier die beiden... Die würde ich gerne noch machen. Ihr könnt nicht vorbei. Überfall können wir vielleicht auch noch machen. Dann haben wir da oben zumindest schon mal ein bisschen sauber, weißt du? So. Heieieiei. So, was mache ich denn zuerst? Ich glaube, zuerst holen wir uns die beiden Dinger. Die sind dann eh weg und dann können wir das Blaue machen. 431 Fuß kann ich mich da nicht hinbeamen mit kleine Orkmann. Aber da hinten kleine Orkmann nur in Festung und das zu viele Orkmann kleine. Hallo? Aha. Ich konnte gerade gar nicht so richtig. Ich habe zwei Elben geschossen, aber ich konnte die irgendwie gar nicht benutzen gerade. Ich mag die Gespräche immer noch. So, da haben wir einen Kumpel drin. So was hab ich noch nie gesehen. Der Kopf des Torpels explodierte wie ein Affe.
Komme ich da hin? Nee, scheiße. So, hier komme ich aber hin. Und hier haben wir schon das Artefakt. So schnell kann es gehen. Was haben wir denn da? Schlüssel für eine Schatulle. Dieser Schlüssel wurde vor langer Zeit von den Schlossschmieden Khazad-dûm gefertigt. Er vermag eine Vielzahl von Schlössern zu öffnen. Für einen Räuber oder Spion wäre er sicher von großem Wert. Und was sind wir anderes als ein Spion für die gute Seite der Macht sozusagen? Und wir lauschen mal rein in die Erinnerung. Die Orks verkomplizieren die Lage nur noch. Das könnte meine letzte Fahrt für eine sehr lange Zeit sein. Meine Frau und ich, wir müssen woanders hin. Die Kiste, öffne sie. Jetzt. Warum? Es sind schwere Zeiten. Und wir müssen wissen, ob du uns bezahlen kannst. Im Voraus. Tja, es ist wohl kaum genug für euch beide. Wir haben immer... Das ist alles, was wir haben. Bitte, meine Frau. Hättet ihr bloß mehr gespart. Also, es ist nur Platz für einen. Ihr entscheidet. Ach ja, ich kann immer nur wieder ein Wort in den Raum werfen und das heißt immer Menschlichkeit. Aber wir sind ja hier zum Glück in einer Geschichte. Sowas würde nie passieren in der Realität. Nie. So, wen haben wir da? Es gibt immer noch ein paar Wege aus Mordor. Je mehr wir Mordor in Flammen hüllen können, so, gebrannt, desto mehr Menschen werden ihre Freiheit erlangen. Ja, so, den kennen wir. Da ist ein Kumpel. Dem wollen wir nichts Böses. So, was haben wir hier noch? Da ist noch das Schwert. El Schwerto Grande, das ist da vorne. Die Frage ist natürlich immer nur, wie man drankommt. Na, da hätte ich ja super den Weg, diesen geheimen Weg nehmen können, da unten, aber egal. Ich entscheide mich ja immer für den schlechten Weg. Den nächsten, den ich sehe, werde ich... Da! Ein Tag! Ich sterbe später. Viele Jahre später, hoffentlich. Wie kann ich? Da kann ich. So, die haben jetzt andere Probleme. Ich hoffe, die achten nicht auf uns und wir können uns dann hier ganz bequem entlang schleichen. Ihr könnt nicht vorbei. Er schwor, dass keiner seiner Feinde die Brücke überqueren sollte. Leichen um Leichen türmten sie auf der Brücke und stürzten dann in die Leere. Ist das nicht, oder ist das ein bekannter Ausspruch, den Gandalf verwendet hat? Da ist eh kein Viech drin. Es gibt keine Tribe. Sehen wir ja dann. Scheiße. Yeah.
ist immer noch kein Elbengeschoss. Was? Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Das war einfach zu krass hier gerade wieder. Das war der Fackelträger da hinten, glaube ich. Ich habe einfach die Übersicht komplett verloren. Ich konnte gerade gar nicht mehr sagen, was los war. Mann, jetzt boxt ihr da einfach in der Luft rum. Das war scheiße. Boah, ärgert mich schon wieder. Es lief eigentlich relativ gut, aber ich glaube, ich darf mich einfach nicht auf die Brücke stellen. Entweder muss ich mich weit vorne hinstellen. Ich weiß gar nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. 5 Minuten lang die Brücke zu halten, wo eine unendliche Flut von Gegnern kommt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ich das machen soll. Der Mörder ist schon lange weg. Zwecklos weiterzusuchen. Es sei denn, ich bediene mich einer Finte, weil die ganzen anderen sind ja im Grunde genommen egal. Es kommt ja eigentlich nur auf die Fackelträger drauf an. Gibt es nichts als eine Menge Gebrüll von Bass. Wenn du weiter rumjammerst, gibt es noch viel mehr davon. Er hat recht. Oh, nicht zu beschweren, lässt dich nur schwach werden. Ich zeig euch gleich, wer schwach ist, wenn ihr nicht das Maul haltet. Was heißt denn das Geld bei der Festung? Standby? So, probieren wir es nochmal. Irgendwie muss es ja klappen. Scheiße. Okay. Ihr könnt nicht vorbei. Häse. Verlässt das Auftragsgebiet? Willst du mich verarschen? So, da spawnt jetzt ein neuer. Ich bin ihm auf der Spur!
Die Enten können hier eigentlich eh nicht hin. Ich probiere mal, die von hier aus zu kriegen. Ich hoffe nur, wir haben genug Pfeile. Wahrscheinlich nicht. Ich frage mich, ob es hier Pfeile gibt. Nee, ne? So, zwei Pfeile haben wir nur noch. Und auch da keine Pfeile. Aber hier oben sind wir sonst relativ sicher. Boah, puh, das war Glück. Du gehörst mir. Anderthalb Minuten. Stehen bleiben, Polizei! Ich bin hier der Kriminalinspektor! Ich weiß halt nicht, wo wir noch Pfeile herkriegen. So, probieren wir es nochmal so. Hängen wir einfach eine Minute lang ab. Au. Ich komme mir gerade ein bisschen billig vor. Scheiße. So, 11 Sekunden, 10 Sekunden, das muss doch reichen. Da oben. Einer kommt jetzt noch. Und wir haben es geschafft. Gut, es ist eine unorthodoxe Methode sozusagen, aber egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Der Rest ist mir gerade wumpi. Die Festung ist auch cool. Das heißt, wir können jetzt ganz gemächlich da hinten hin zwiebeln. Und dazu reise ich nochmal ganz kurz in den Turm, denn ich möchte jetzt nicht vor den Orks davonlaufen. Aber gut, einfach mal durch Abhängen geschafft. Ich glaube, da hat man auch ein bisschen mehr Glück als Verstand. Wobei, ich würde sagen 50-50. Glück, Verstand ist so eine 50-50-Sache. So, und wir gehen jetzt mal da drüben hin, dann haben wir das auch abklabustert. Stelle sicher, dass Hoschkrisch der Schlechter den Überfall überlebt. Der wird also gerade überfallen, der Sack von irgendwem Miesem.